Dichtes Gedränge im Vorbereitungsraum der Sporthalle in Samswegen, denn zum Finale der deutschen Meisterschaften im Gewichtheben sind hier die Heber und Heberinnen des Tabellenzweiten SV Germania Obrigheim und des Tabellendritten Athletenverein 1903 Speyer beim SSV Samswegen zu Gast, der als Tabellenerster das Heimrecht hat. Die Halle gefüllt bis auf den letzten Platz, denn die Gäste sind mit Fanunterstützung angereist. Wenn drei Mannschaften um die Relativpunkte kämpfen, dann geht es auf der Bühne Schlag auf Schlag. Im blauen Trikot die Sportler und Sportlerinnen aus Speyer, die Obrigheimer und die Samsweger schwerer zu unterscheiden, denn beide Mannschaften in Rot-Schwarz. Und es ist ein Phänomen, wie diszipliniert die Zuschauer sind. Erst herrscht Stimmung und die Aktiven werden lautstark angefeuert, dann im Moment der Konzentration absolute Stille. Um dann mit Applaus die Leistung zu belohnen, und diese Leistungen sind beeindruckend, denn es geht um die deutsche Meisterschaft und da gehen alle an ihre Leistungsgrenzen und darüber hinaus. Als Außenstehender ist mir aber unverständlich, warum es im Gewichtheben nicht genügt, wenn eine Mannschaft nach einer tollen Saison in der Tabelle den ersten Platz erreicht hat. Dann, so wie beim Fußball oder beim Handball, den Meistertitel tragen darf. Auf Nachfrage begründet der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber das so. Also wir haben das Finale der ersten Bundesliga, besteht, wie Sie schon sagen, aus drei Mannschaften. Wir haben in der ersten Liga in Deutschland insgesamt 9 Mannschaften und wollen halt einfach, um das spektakulär zu machen, um es interessant zu gestalten, mit 3 Mannschaften einen schönen Abend füllen, denn Wettkampf gestalten. Das bedeutet also, dass Spaß und Spannung der Zuschauer im Saal begründen, dass man als Tabellenerster das Ergebnis der Saison aufs Spiel setzen muss. Aber Regeln sind Regeln, alle haben das vorher gewusst, machen Sie sich aber bitte selber Gedanken dazu. Die sportlichen Leistungen sind enorm. Alle drei Mannschaften versuchen ihr Bestes, aber Leistungsgrenzen sind eben Grenzen, die man nicht so ohne weiteres nach oben verschieben kann. Das musste auch Publikumsliebling Roberto Gutto hinnehmen. Am Ende gewinnt die Mannschaft des SV Germania Obrigheim mit 938,2 Punkten die Meisterschaft. Und Samswegen wird mit 904 Relativpunkten, das ist mit Abstand die beste Saisonleistung Zweiter, und nur ein halber Punkt macht Speyer zum Dritten dieses Finales. Obrigheim gewinnt den Titel Deutscher Meister und feiert entsprechend auf der Heberbühne in Samswegen.